herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ich dachte, ich werde heute ein bisschen filmen wieder, denn wir werden nachher zum Tierarzt fahren mit all meinen Wellensittichen. Bezüglich der Milben, aber auch bezüglich Sheldon. Das ist im Moment mein Sorgenkind. Ich weiß einfach nicht, was der hat. Und da soll sie ihn nochmal einzeln untersuchen und einfach nochmal nachschauen. Hier vorne auf der Anflugsklappe seht ihr Mister. Hier oben ist Private mit Peaches. Die Lichterkette habe ich im Moment nicht an. Und auch die Bird Lamp habe ich im Moment nicht an. Stewie ist hier hinten am Spielzeug da vorne. Und ja, Private ist noch ein bisschen schüchtern, was das Handy angeht. Die Kamera kennt er schon, aber bei dem Handy ist er noch sehr vorsichtig. Aber Peaches eigentlich nicht. Du bist nicht vorsichtig, ne? Du willst es gleich haben. Möchtest du haben? Interessant, so ein Handy, ne? Möchtest du auch eins? Soll ich dir eins schenken? Wollen wir mal gucken, ob du auf die Hand kommst? Manchmal macht sie das. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt macht. Na komm. Soll ich noch näher rankommen? Ja, super. Und jetzt? Wo geht's hin? Sie ist so süß. Zack. Handy? Peaches. Möchtest du den Vlog vielleicht alleine weiterführen? Soll ich gehen? Hm? Sie knabbelt hier die ganze Zeit an meinen Fingern. Jetzt ist sie am Handy. Hm? Was machst du? Also sie beißt jetzt nicht, sie knabbert nur ein bisschen. Natürlich auch an meinem Fingernagel, hm? Möchtest du raufkommen? Oh, du bist so süß. Und jetzt? Du willst immer noch an mein Handy, ne? Stewie kommt auch schon, der ist immer sehr neugierig, weil wenn Peaches auf den Finger kommt, ist er natürlich sehr gespannt, was das ist, aber Stewie ist sehr, sehr schüchtern. Was machst du da mit meinem Finger, Fräulein? Hm? Oh, sie ist so warm. Ist dir warm? Möchtest du auf meinen Pulli? Na komm. Oh, sie kommt. Gleich kann ich dich nicht mehr filmen, Mausi. Hm? Was erzählst du, Stewie? Okay, die Kleine ist jetzt auf meiner Schulter. Aber ich kann die Kamera leider nicht umdrehen. Jetzt kommt sie wieder. Geh mal zu Stewie. Schatzi, ich hab nichts. Ich hab nichts zu fressen. Ich gebe ganz oft aus der Handfläche Knauelgras, aber ich habe jetzt hier gerade nichts. Bekommst du nachher? Nach dem Tierarzt vielleicht, hm? Nachher? Ist das okay für dich? Und Rachel ist auch schon wieder am Schreien. Die habe ich, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Na, Stewie, auf Handy gucken. Boah, interessant, ne? Oh, interessant. Rachel sitzt da oben hinter der Schaukel. Private guckt auch. Ich habe denen auch noch Salat gegeben, da oben. Ich glaube, das seht ihr. Ja, kann man eigentlich erkennen. Möchtest du zu Stewie? Nein, du möchtest nicht zu Stewie, oder? Interessiert sie überhaupt nicht, aber sie ist mega warm. Du bist ganz schön warm, Fräulein. Möchtest du zu Veggie? Naja, wir werden auf jeden Fall nachher zum Tierarzt gehen. Dafür muss ich noch zwei Käfige fertig machen. Ich nehme einmal meinen kleinen Käfig mit, diesen mit dem weißen Gitter. Und dann nehme ich Sheldons Käfig mit. Den habe ich ja dazu bekommen. Den werde ich auch noch verlosen. Allerdings brauche ich den im Moment für den Tierarztbesuch. Ich suche noch nach einem anderen Transportkäfig, nach einer anderen Möglichkeit. Aber im Moment habe ich einfach noch keinen perfekten gefunden. Deswegen ja, nehme ich im Moment Sheldons. Möchtest du zu mir kommen? Hm? Ja, komm mal her. Aber nicht runterrutschen, nicht runterrutschen. Peaches kann nicht fliegen und wenn sie jetzt runterrutscht, wäre das nicht so schön. Hm? Mausi? Oh, sie ist so neugierig. Sie hat auch letztens, ich habe die Wellensittiche so ein bisschen mit der Rotlichtlampe behandelt. Also ich habe die Rotlichtlampe angemacht und Peaches wollte da die ganze Zeit hingehen. Ich habe die nachher ausgemacht und dann hat sie an dieser Lampe gespielt. Da wollte sie unbedingt hin. Hm?
Ich werde nachher auch übrigens hier ein bisschen von dem Boden mitnehmen. Also einfach so ein bisschen Küchenrolle, die dreckig ist, damit sie sich den Kot anschauen kann beim Tierarzt. Deswegen habe ich da auch nichts sauber gemacht. Wo möchtest du hin? Möchtest du zu mir? Sie knabbelt auch sehr, sehr gerne an meiner Brille oder an meinen Haaren. Aber das zeige ich jetzt nicht. Ich habe nämlich ein bisschen Halsschmerzen. Komm mal nicht zu nah. Mausi. Nicht noch näher. Nee, ich will dich nicht anstecken. Hm? Nee, heute nicht. Heute kriegst du meine Brille nicht. Mm-mm. Mm-mm. Ja, erzähl mal. Geh mal zu Stewie. Der sitzt da hinten auch. Ich habe die Kamera jetzt doch einfach mal umgedreht. Nicht wundern wegen meinem Aussehen, aber ich habe ein bisschen Halsschmerzen und fühle mich nicht so gut. Aber jetzt ist sie auch schon weg. Möchtest du noch mal zu mir kommen? Hm? Noch mal gucken gehen? Stewie kommt auch schon. Wollen wir gleich die Käfige fertig machen für euch? Ich muss nachher mal schauen, wie ich das hinbekomme mit dem Einfangen, weil sonst habe ich das immer zusammen mit meinem Papa gemacht, dass wir alle Wellensittiche eingefangen haben und einer hat die halt immer eingefangen, der andere hat sich um den Rollladen gekümmert, den habe ich immer runtergemacht und haben die halt in die Käfige gepackt. Ich muss mal sehen, wie ich das alleine hinbekomme. Ich werde das nicht mitfilmen. Möchtest du hier rauf? Ich werde das nicht mitfilmen, weil das einfach zu anstrengend ist. Aber ja, ich hoffe, dass ich das schaffe. Ich werde danach wahrscheinlich noch ein kurzes Update drehen, einfach um euch zu sagen, wie es den Butchies geht, ob sie irgendwie was haben, wie es Sheldon geht, was er hat. Und irgendwie ist meine Jacke ziemlich interessant. Oh, ich bin so müde. Ich habe die Nacht auch echt nicht gut geschlafen, weil ich durchgehend nur Halsschmerzen habe. Ne? Boah, seid ihr laut. Ja, komm her. Ist nur eine Jacke. Schmeckt die? Das ist aber nicht so gut, hm? Stewie, was erzählst du, hm? Was erzählst du? Ja. Ja. Oh, jetzt geht er hier auch an meine Haare. Die scheinen sehr interessant zu sein. Na, Peaches? Das ist sehr interessant, ne? Naja, ich werde jetzt gleich mal die Käfige fertig machen, damit ich das nachher nicht machen muss. Dann muss ich nochmal mit dem Hund rausgehen und ich würde sagen, wir sehen uns nachher wieder, wenn ich wieder zu Hause bin und weiß, was mit meinen Wellensittichen los ist. Der Termin ist um 18.30 Uhr, also das dauert noch ein bisschen. Deswegen, ja, sehen wir uns später wieder, würde ich sagen. Ne, Mäuse?